Apprehendung. Der angelegte Anschlag. Wichtigst. Jetzt zeige ich dir den krassesten Blueslauf ever weltweit, mit dem du nachgerade alles machen kannst. An seiner Originalposition auf der Gitarre. Was die weißen Tasten, den weißen Tasten am Klavier entspricht. In C-Dur ist gleich auch A-Moll in seiner sechsten Stufe. Damit können wir virtuell und auch anders absolut zusammenarbeiten und uns mehr als sehr wohl fühlen. Die meisten Sachen, die du von mir hörst und kennst, haben damit zu tun. Okay, wie geht das? Das geht so, ich habe es dir schon gezeigt. Nicht der freie Anschlag ist jetzt hier gefordert, Tirando, sondern Apoyando. Das Anlegen auf der nächst darüber liegenden Seite. Dadurch hast du heftigste Pinselstrichmöglichkeiten, natürlich auch zarteste. So, jetzt der Lauf. Wir erweitern die Krebsi. Pam, 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 pam. Nicht nur in der horizontalen bewegend, sondern jetzt in der vertikalen bewegend. Wir sind am fünften Bund und machen diesen hier. Super einfach zu merken. Schau einfach nur, kopier es einfach nur. 1, 4. 1, 4 meint die Finger. Ja. Also nochmal. 1, 4. Übergebende Staffelholz. 1, 3. Übergeben. 1, 3. 1, 3. Übergeben. 1, 4. 1, 4. Und zurück. Sieht rechts so aus. Hier kann ich mich kurz nicht stützen. Mache ich aus der Luft. Das nenne ich Laufen auf dem Tisch. Die Puppe läuft auf dem Tisch. Also, das nennt sich Wechselschlag. Ja, in Spanien wird das heute immer noch gerne gemacht mit so. Daumen, Zeigefinger. Der meistgebrauchte Wechselschlag weltweit ist jedoch zwischen Zeige und Mittelfinger. Egal wer startet. Und das mit Mittel- und Ringfinger gibt es auch viel. Aber das mit Zeige und Mittelfinger ist der wichtigste. Okay, ich starte hier diesen Lauf. Ich weiß, du verträgst die Heftigkeit. So. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Ich gehe ein bisschen zurück. Okay. Zurück zur Sache. Ich spiele hier 1, 4, nochmal, 1, 4, nochmal, 1, 4 und hänge hier nur so rum. Ja? Ich mache nichts, wie du das ja schon kennst jetzt. So, und dann gehe ich weiter auf die nächste Seite, übergebe. Wenn das klar ist, dann ist der Rest super einfach.
So, ich mache weiter. Und zurück. Immer im Wechselschlag. Das ist Gehen. Ein Schritt nach dem anderen. Ja? Du kümmerst dich nicht darum, auch wenn Fehler passieren, so genannt. Völlig egal. Hauptsache ist, du hast das Denken so drauf, dass du dich so bewegend dich fühlst. Alle Fehler sind okay. Ja? Ich gehe zurück. Jetzt aber im sogenannten Apoyando. Dann hast du eine völlig andere Pinselstärke. Man kann das Tirando natürlich auch machen, freier Anschlag. Braucht man auch viel. Okay, hier geht es natürlich nicht, weil da habe ich keine Nachbarseite, die danach liegt. Aber die ist so fett und klingt so fett, dass das kein Thema ist. Aber jetzt kann ich schon anlegen. Was kommt an Tricks künftig? Das war's. Das ist der wichtigste Lauf. Und da können wir uns darüber schön unterhalten. Wo ist die?